Autofahrerinnen und Autofahrer, bitte entschuldigen Sie für die Störung, aber dies ist ein Notfall. Der Notfall besteht in der Klimakatastrophe und dem Artensterben. Wir werden Sie nur ein bisschen aufhalten, ein paar Minuten nur, und das lohnt sich doch, den Motor abzustellen. Der Planet, auf dem wir leben, wird gerade zerstört. Die Erde stirbt. Leider haben wir nur diese eine. Am Sonntag war zum Beispiel im weltweiten Durchschnitt der heißeste Tag, der jemals gemessen wurde. Und am Montag wurde diese Hitze noch einmal übertroffen. Hunderte Millionen Menschen sind in diesem Jahr brutalen Hitzewellen, brutalen Stürmen und brutalen Überschwemmungen ausgesetzt. Sibirien brennt, Kanada brennt, die Stadt Jasper im gleichnamigen Nationalpark in Kanada ist vorgestern zur Hälfte abgebrannt. Die beispiellose Hitzewelle führt zu Feuerwalzen, denen selbst die hervorragend ausgerüstete kanadische Feuerwehr machtlos gegenübersteht. Der Klimakollaps hat entweder schon begonnen oder steht unmittelbar bevor. KlimaforscherInnen schwanken zwischen Fassungslosigkeit und Verzweiflung. Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen zur Begrenzung der Erderhitzung gebrochen. Die Bundesregierung ist wortbrüchig geworden. Sie verstößt gegen geltendes Recht. Sie schafft es nicht, das Klimaschutzgesetz einzuhalten. Als Reaktion darauf hat sie das Gesetz einfach geändert. Das Bundesverfassungsgericht wird dies sicherlich kippen, aber das wird dauern. Und bis dahin wird weitergemacht wie bisher, als gäbe es kein Morgen. Es wird weiterhin Profit gemacht und über die PS investiert. Die Politik und der Markt werden uns nicht helfen. Sie fahren den Karren immer weiter in den Dreck. Dabei gibt es doch Lösungen. Wir müssen endlich die Verursacher der Krise fassen und zur Verantwortung ziehen. Die Verursacher sind die Fossilkonzerne und die Superreichen, die bei jeder Krise nur noch reicher werden und die große Teile der Medien und der Politik beeinflussen. Hier nennt sich das, in anderen Staaten heißt das Korruption. Denn wir, die überleben wollen, müssen aufstehen, müssen in Massen auf die Straße gehen und zeigen, dass wir keine Wirtschaft wollen, die Luxusgüter, Überfluss, Reichtum und Müll ohne Ende produziert, sondern eine Wirtschaft, die die Bedürfnisse der Menschen erfüllt und mit so wenig Rohstoffverbrauch und Umweltbelastung wie nur möglich auskommt. Was wir brauchen, ist eine solidarische Notfallwirtschaft. Wir sind Extinction Rebellion, der Aufstand gegen das Aussterben. Wir greifen niemanden persönlich an. Bei uns sind alle willkommen, die alle willkommen heißen. Machen Sie mit bei uns, schließen Sie uns an, denn es geht ums Überleben. Das war's schon und wir wünschen trotz der kurzen Störung noch einen schönen Nachmittag und eine gute Fahrt. Ciao, ciao.